Die Abschnittsübungen der Feuerwehr und dem Roten Kreuz finden jährlich statt und versuchen, Katastrophen realitätsnah darzustellen, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Die diesjährige Großraumübung fand mit über 500 Teilnehmern und ca. 50 Fahrzeugen auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik zwischen Theresienfeld und Eckendorf statt. Das Gelände steht seit 1993 als Übungsplatz des österreichischen Bundesheers zur Verfügung und ist eine der modernsten ABC-Abwehr-Katastrophe-Hilfe-Ausbildungs- und Übungsplätze Europas. Wir haben hier eine Abschnittsfeuerwehrübung geplant mit Einbindung des Roten Kreuzes. Wir haben das bereits zweimal mit zwei Unterabschnitten. Wir haben fünf Unterabschnitte im Abschnitt Bottenstein mit zwei Unterabschnitten bereits zweimal in den vergangenen beiden Jahren durchgeführt, eine größere Übung. Und da sind wir auf die Idee gekommen, wir können das eigentlich unseren 23 Feuerwehren, die wir im Abschnitt Bottenstein zur Verfügung haben, auch wirklich als Übungsszenario anbieten. Nur ist es für uns nicht möglich, alle 23 Feuerwehren hierher zu beordern, weil wir müssen zu Hause den Brandschutz vollkommen aufrechterhalten. Aus diesem Grunde haben wir den Abschnitt in zwei Gruppen geteilt, aber über den ganzen Bereich des Abschnittes Bottenstein aufgeteilt. Also so quasi jede zweite Feuerwehr ist immer zu Hause. Unser Abschnitt besteht aus 23 Feuerwehren. Wir haben 19 freiwillige Feuerwehren, 4 Betriebsfeuerwehren und insgesamt 1205 Feuerwehrmitglieder. Das ist nur der Bereich quasi des ehemaligen Gerichtsbezirkes Bottenstein von Hirtenbergweg bis Oldenmarkt hinauf, inklusive seitlich da Neuhaus, Nöstach und auf der anderen Seite Hernstein, Grillenberg, Kleinfeld bis hinauf nach Eigen, beginnend unten Hirtenberg, Enzersfeld, Linderbrunn. Diese Gegend umfasst unser Feuerwehrabschnitt. Geübt wird bei der Feuerwehrabschnittsübung die Folgenbewältigung nach einem Erdbeben. Es ist mit eingestürzten Gebäuden, verschütteten Personen, Bränden, Gefahrstoffaustritt, aber auch mit Verkehrsunfällen und Rettungen aus Höhen und Tiefen zu rechnen. Die Übung wurde in zwei Schadstellen unterteilt. Haben wir da ein teilweise eingestürztes Gebäude, da ist es mehr in der Höhe. Hinten haben wir ein total eingestürztes Gebäude, das aber unterkellert ist, wo wir mehr Retten aus Tiefen haben. Wir haben auf beiden Schadstellen sowohl mit Bränden zu tun, als auch mit Schadstoffeinsätzen, aber auch mit eingeklemmten Personen in Kraftfahrzeugen und, und. Also im Prinzip setzen wir unseren Feuerwehrkräften hier keine Grenzen.